Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute geht es um den Kaufmann nach HGB, also um die Kaufmannseigenschaften. Und wir starten mit einer kleinen Definition erstmal zum Kaufmann. Also, gemäß den Paragraphen 1 bis 3 Handelsgesetzbuch ist Kaufmann, wer ein Handelsgewerbe betreibt oder in das Handelsregister eingetragen ist. Also zwei wichtige Begriffe, einmal Handelsgewerbe und Handelsregister. Was das ist, schauen wir uns jetzt einen ganz kurzen Exkurs an. Also Handelsgewerbe, da gibt es verschiedene Kriterien für, die erfüllt sein müssen. Also erstmal muss es eine auf Dauer angelegte Tätigkeit sein. Das ist also, wenn ihr alle paar Wochen mal was bei eBay verkauft, ja, dann ist das was unregelmäßig, das ist nicht auf Dauer angelegt. Also sollte schon was Dauerhaftes sein. Dann klar, eine Gewinnerzielungsabsicht. Also wenn ihr mal eine Party schmeißt so und einfach so sagt, ja, Hauptsache die Kosten sind wieder drin, das ist ja keine Gewinnerzielungsabsicht. Nein, ihr sollt schon wirklich die Absicht haben, Patte Pada zu machen, ne? Also eine Gewinnerzielungsabsicht, dann betreibt ihr ein Handelsgewerbe und des Weiteren muss das eine selbstständige Tätigkeit sein und ganz wichtig, eine Außenwirkung haben, also nach außen hin sichtbar sein. Also Dritte, die euch nicht kennen, müssen sofort erkennen, jawohl, das ist ein Handelsgewerbe, also da kann ich was kaufen, da kann ich was erwerben und diese Kriterien sollten erfüllt sein für ein Handelsgewerbe. Dann gucken wir uns noch ganz kurz das Handelsregister an. Was ihr euch dazu merken müsst, das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis des zuständigen Amtsgerichts, wo ihr auch euch befindet. Es gibt zwei Abteilungen, Abteilung A und B. Also Abteilung A sind Einzelunternehmen und Personengesellschaften, also sowas wie OHG oder KG. Und Abteilung B Kapitalgesellschaften, ihr ahnt es schon, GmbH und AG. Also diese beiden Abteilungen merken und ja, was steht im Handelsregister drin? Also die Firma, wo die Firma in Standort hat, Sitz der Gesellschaft, was die Firma macht, Grund- und Stammkapital, ja, wie hoch das ist und so weiter und so fort. Ab und zu in der Prüfung bekommt ihr mal so einen Handelsregisterauszug, da könnt ihr zum Beispiel auch sehen, wer Prokure hat, wie hoch das Stammkapital oder das Grundkapital ist. Ja, so viel zum Thema Handelsregister, Handelsgewerbe. Wir schauen uns jetzt mal weiter die Definition an. Also das haben wir jetzt schon abgehakt. Des Weiteren, die handelsrechtliche Einordnung als Kaufmann ist unabhängig davon, ob der Unternehmer einen kaufmännischen Beruf erlernt hat. Haha, also wenn ihr eine Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Bankkaufmann, Bankkauffrau, Einzelhandelskaufmann, Einzelhandelskauffrau macht, dann seid ihr noch kein Kaufmann, denn das ist nur eine Berufsbezeichnung. Also ganz wichtig, Berufsbezeichnung unterscheiden wir hier vom Kaufmann nach HGB. Also Obacht, ne? Also Einzelhandelskaufmann, Einzelhandelskauffrau ist eine Berufsbezeichnung, seid ihr noch kein Kaufmann nach HGB. So viel zur Definition. Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Kaufmannseigenschaften, Kaufmannsarten an. Also es gibt drei Stück, drei, wie Jorge sagen würde, der Formkaufmann, der Ist-Kaufmann und der Kann-Kaufmann. Die drei müsst ihr euch merken. Formkaufmann, Ist-Kaufmann, Kann-Kaufmann. Und wir starten mal mit dem Formkaufmann, weil der ist easy. Ja, also Formkaufmann, das sind Handelsgesellschaften wie zum Beispiel eine GmbH oder eine AG. Das sind Formkaufleute. Also die sind quasi der Form halber mit ihrer Rechtsform Kaufmann. Ja, mit ihrer Rechtsform. Ja, also nicht eine Person, die dahinter ist, sondern mit der GmbH, mit der AG seid ihr Kaufmann. Sind diese Firmen Kaufmänner. Und die Eintragung, ganz wichtig, ist konstitutiv. Und an der Stelle, ja, wenn ihr jetzt hier kurz stutzt, was ist das denn? Also Handelsregistereintrag ist konstitutiv. Schaut euch unbedingt mal mein Video zu deklaratorisch und konstitutiv an. Ja, kurzer Exkurs. Ich verlinke euch das hier oben rechts. Ja, das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Also HR-Eintrag, Handelsregistereintrag beim Vorkaufmann ist konstitutiv. So, Vorkaufmann haben wir schon abgehakt. Dann geht es weiter mit dem Kannkaufmann, und zwar einem Teil des Kannkaufmanns. Also Kannkaufmann sind zum Beispiel Land- und Forstwirte. Also Land- und Forstwirte, so ein Bauer, also so ein Förster, der kann sagen, ich bin Kaufmann. Also da steckt schon das Wort drin, genau wie eben beim Formkaufmann, die Rechtsform. Hier steckt das Wort kann drin. Der kann es sein, der muss aber nicht. Also der hat ein freiwilliges Wahlrecht. Der kann sagen, jawohl, ich will Kaufmann werden. Ja, dann lasse ich mich eintragen und dementsprechend ist auch der Eintrag konstitutiv. Ja. Und der kann aber auch sagen, nö, will ich nicht, ja, gar keinen Bock dazu, warum soll ich das machen? Dann ist das auch vollkommen okay, dann ist er ein Nicht-Kaufmann. Ja, also beides ist hier möglich für Bauern und Förster, für Land- und Forstwirte. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, ja, warum soll der denn überhaupt Kaufmann werden? Weil als Kaufmann hast du ja auch
gewisse Pflichten. Also du hast eine Buchführungspflicht, ja, du hast Rechenschaft schuldig, du musst zum Beispiel, oder es gibt strengere Regeln für Kaufleute, Stichwort Rügepflichten und so weiter. Also die wird ja ganz genau auf die Finger geguckt. Und warum soll man das denn überhaupt machen? Ja, man kann auch einfach sagen, nee, mache ich nicht. Ja, also gute Frage. Es hat natürlich auch ein paar Vorteile, wenn ihr sagt, ich möchte Kaufmann werden. Ihr habt eine eigene Firma, ja. Ihr könnt mündlich zum Beispiel bürgen, ja, auch nicht schlecht. Ihr könnt Prokure erteilen und es hat natürlich auch einen Imagefaktor, ja. Also es ist schon was, stellt schon was her gegenüber euren Kunden, wenn ihr sagt, hier, ich habe eine eigene Firma, ich bin eingetragener Kaufmann. Ja, also deswegen würden sich dann manche sogar entscheiden, ja, warum denn nicht? Ich werde Kaufmann, also kann Kaufmann. So ein Förster oder ein Bauer, der quasi ja, ein paar Mal die Woche seine Eier verkauft, müssen wir natürlich wieder gucken, ist das ein Handelsgewerbe? Wir haben ja eben die Kriterien genannt. Der kann jetzt sagen, jawohl, ich lasse mich eintragen, sieht doch cool aus, Bauer Müller, E.K. Ja, eingetragener Kaufmann. Wäre möglich als kann Kaufmann. So, kommen wir jetzt zu einem Gewerbetreibenden. Also hier sieht es schon ein bisschen komplexer aus. Also wir haben Grün und Blau. Blau haben wir ja eben schon kennengelernt. Kann Kaufmann, Grün ist der Ist-Kaufmann. Wir müssen erstmal hier unterscheiden, haben wir eine kaufmännische Organisation oder haben wir keine kaufmännische Organisation? Jetzt fragt ihr euch wieder, hä, was ist das denn hier, kaufmännische Organisation? Ja, das ist im HGB auch nicht eindeutig geregelt. Also es sind bestimmte Kriterien wieder, wie zum Beispiel einen gewissen Jahresumsatz, ja, einen gewissen Gewinn oder auch eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern. Wenn das alles vorhanden ist, ja, wenn man sagt, okay, das Ding ist jetzt so groß geworden, der hat so viel Jahresumsatz, so viel Gewinn, so viel Mitarbeiter, das ist eine kaufmännische Organisation und deswegen ist er ein Ist-Kaufmann, ja, er ist ein Kaufmann, ja. Und könnt ihr euch gerne mal diese Kriterien euch anschauen, verlinke ich euch unten nochmal auf der Seite IHK. Ich denke mal, wird wahrscheinlich der Grund sein, warum das im HGB nicht genau geklärt ist. Zum Beispiel aus demselben Grund wie zum Beispiel der Taschengeldparagraf bei der Geschäftsfähigkeit, der Ausnahme der Geschäftsfähigkeit bei Minderjährigen, dass es einfach sich sowas immer ändert. Ja, also wenn ihr quasi einen Umsatz habt von 10.000 Euro oder damals 10.000 D-Mark, das war damals viel mehr wert sozusagen als heute. Und deswegen werden diese Zahlen, vermute ich, immer weiter angepasst. Ne? Deswegen ist das im HGB nicht fest verankert. Genau wie mit dem Taschengeld übrigens auch, da im Taschengeldparagraf. Ja, damals hat man vielleicht 5 Euro Taschengeld bekommen, heutzutage 500 und deswegen ist das nicht genau festgelegt, die Höhe. Und ja, deswegen, wie gesagt, müsst ihr auch für die Prüfung nicht auswendig lernen, die genauen Kriterien, wie hoch die sind, wie hoch der Umsatz ist, wie hoch der Gewinn ist. Aber dass es das gibt, ja, als kaufmännische Organisation bedeutet, es gibt gewisse Kriterien, so und so viel Umsatz, so und so viel Gewinn, so und so viel Anzahl Mitarbeiter. Und dann sagt man, jawohl, das ganze Ding ist jetzt so groß geworden, der ist ein Kaufmann. Wenn das aber nicht der Fall ist, beispielsweise ihr habt einfach nur einen Gewerbeschein, macht ab und zu ein paar Sachen, habt also keine kaufmännische Organisation, weil ihr einfach nur ein paar hundert Euro im Jahr Umsatz macht und das Ganze alleine macht und ja, auch sonst irgendwie das Ganze einfach nur ein kleines Nebending ist, dann habt ihr wieder ein Wahlrecht, ja, und zwar könnt ihr hier wieder entscheiden, jawohl, ich will das machen, ich will kann Kaufmann werden, das kennt ihr ja eben noch von den Forstwirten und von den Bauern, ja, oder ihr sagt, nee, mache ich nicht, gar keinen Bock, dann ja, seid ihr halt nicht Kaufmann, ja, also auch genau wie beim kann Kaufmann und hier wieder unten eingeblendet. Die Eintragung hier beim Kann-Kaufmann ist konstitutiv und beim Ist-Kaufmann ist sie deklaratorisch. Auch hier wieder der Hinweis, ne, an das Video habe ich euch auch verlinkt. Was ist deklaratorisch konstitutiv? Also deklaratorisch, ne, okay, das ganze Ding ist schon so. Ihr seid Kaufmann, ihr ist Kaufmann und pro forma ist quasi nur noch der Handelsregistereintrag. Und bei konstitutiv erst mit Eintragung ins Handelsregister werdet ihr dann zum Kaufmann. Ja, das ist der Unterschied. Gut, das war jetzt ein bisschen viel, ne? Habe ich euch verwirrt, ne? Dann nochmal hier die Übersicht hier nochmal schön dargestellt. Also Handelsgesellschaft wie zum Beispiel GmbH, ja, das sind Formkaufleute, da steckt ja schon das Wort drin, Rechtsform, Formkaufmann. Gewerbetreibende müssen wir unterscheiden, kaufmännische Organisation oder keine. Ja, wenn man eine kaufmännische Organisation hat, dann ist Kaufmann. Wenn man keine hat, ein Wahlrecht. Dann kann man kann Kaufmann sein oder halt nicht Kaufmann, dann ist man Kleingewerbetreibender und bei Landwirten, Förstern genauso hat man auch ein Wahlrecht,
kann Kaufmann oder halt nicht Kaufmann. Übrigens, Nicht-Kaufleute, auch Freiberufler, also zum Beispiel Ärzte, Journalisten, Wirtschaftsprüfer und so weiter, das sind auch keine Kaufleute. Ja, das sind Freiberufler, ganz wichtig. Gut, Leute, das war jetzt ein bisschen viel. Ne? Also hier nochmal die Eintragung, konstitutiv, deklaratorisch. Guckt euch das unbedingt nochmal an, das Video. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen verdeutlichen. Also wie gesagt, hier mit dieser Übersicht. Falls ihr noch eine Frage habt, gerne in die Kommentare. Falls ihr noch Videowünsche habt, auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, das war's für heute. Hier nochmal übersichtlich. Also Formkaufmann, Ist-Kaufmann, Kann-Kaufmann haben wir jetzt abgehakt. Ich hoffe, euch ist das ein bisschen klarer geworden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Ciao, ciao.